Guten Abend, meine Zuschauer in Deutschland. Wenn wir heute an unsere frühere Sendereihe die rote Optik anknüpfen, so unter dem Eindruck, dass das Fernsehen in der Sowjetzone in den letzten Jahren mehr als je zuvor zum wichtigsten Propagandainstrument der deutschen Kommunisten geworden ist. Von der Staatspartei dirigiert wird dieses optisch-akustische Mittel der Massenbeeinflussung in zunehmendem Maße in den Dienst der Auseinandersetzung mit dem Westen, insbesondere mit der Bundesrepublik, gestellt. Wie sehr parteilich und wie wenig sachlich man dabei verfährt, will unser Mitarbeiter Gerhard Quack in der folgenden Sendung untersuchen. Da praktisch die meisten Sendungen des Ostberliner Fernsehens nicht frei sind von genormter politischer Tendenz, war die Auswahl nicht leicht. Deshalb beschränken wir uns auf die Analyse einiger Sendungen, in denen die propagandistische Absicht stets offenbar wird. Voranflatternde Fahnen, freie deutsche Jugend, das Antlitz des Landesvaters und Ehrentribünen. Das sind Bilder, mit denen das Zonenfernsehen, soweit die Sender reichen, die Bevölkerung beiderseits der Grenze seit 10 Jahren überflutet. Uns wird das Bild eines glücklichen Landes dargeboten, das froh den hochgesteckten Zielen von Partei und Regierung nachstrebt. Angesichts solcher Eindrücke sprechen wir von Propaganda. Wir meinen damit den massiven Versuch der Bewusstseinsumbildung durch Bild, Wort und Musik. Im kommunistischen Sprachgebrauch sagt man dazu Agitation und versteht unter Propaganda die intensive Schulung kleinerer Eliten. Bleiben wir jedoch bei unserem Sprachgebrauch. Die Techniken der Zonenpropaganda sind verschieden. Ihre Argumente folgen der Parteilinie, das heißt den Anweisungen der Parteizentrale. Im Streben nach größerer Volkstümlichkeit greifen die Propagandisten nach allen Strohhalmen. So präsentiert sich beispielsweise die Nationale Volksarmee mit einigen Äußerlichkeiten preußisch-deutscher Militärtradition. Dieses Vaterland der guten Deutschen, so spricht man, wird von außen bedroht durch die Bundesrepublik. Sie ist der Hort der Reaktion, ein Abschaum von Unmoral, Kriegslüstern, revanchistisch, militaristisch. Missstände und üble Affären, die bei uns offen diskutiert werden, dienen der Propaganda als willkommener Zusatz eines schwelgerisch vorgeführten Zerrbildes der Bundesrepublik. Die Absicht ist Verwirrung und die Erzeugung ungezielter Emotionen, welche man zur Annahme erlösender Rezepte nutzen möchte. Sie sagen, Schuld an all den Problemen, die den Bundesbürgern Sorgen bereiten, sei die kapitalistische Gesellschaftsordnung. Werde sie ersetzt durch den Sozialismus, wie es ihn in der Zone bereits gäbe, dann könnten die Westdeutschen endlich frei atmen. Die Atomwaffengegner hätten das schon im Ansatz begriffen. Derlei Argumente sind nicht neu. Schon in der Stummfilmzeit gab es kommunistische Propagandastreifen. Wir zeigen hier ein Beispiel vom Ende der 20er Jahre. Die Not der Arbeitslosen war unbeschreiblich. In dunklen Hinterhöfen nistete Krankheit. Der Staat taumelte von einer Krise zur nächsten. Radikale Parteien suchten ihre Chancen. So wohnen die Elenden und so die Ausbeuter. So wohnen die Proletarier und so die Kapitalisten. Diese Wohnlöcher gehören solchen Vermietern. Wenn diese Armen die Miete nicht zahlen können, werden sie unbarmherzig zwangsgeräumt. Was tun? Schlagworte bieten sich an. Entfernt die Kapitalisten, vertraut den Kommunisten. Das ist der Tenor der Propaganda, damals wie heute. Den Machtkampf aber gewann Hitler. Den ersten Geburtstagsgruß brachte die Leibstandarte Adolf Hitler mit einem Ständchen im Vorgarten der alten Reichskanzlei.
Ihm stand für seine Propaganda die inzwischen neu entwickelte Tonfilmtechnik zur Verfügung. In dieser Wochenschau war das ganze Volk Augenzeuge seines 50. Geburtstages. Kinder, Uniformen und klingendes Spiel sollten sorglos stimmen. Höhepunkt der Nazi-Wochenschau ist die große Parade. Geschickter Kameraeinsatz und reizvolle Bilderfolge sollen auf den Kinobesucher die erwünschte Wirkung ausüben. Aber nicht der Wochenschau wegen ging man ins Kino. Der Hauptgrund war natürlich der Spielfilm. Wir bitten zum Tanz! So koppelten bereits die Nazis geschickt Unterhaltung mit Propaganda. In jener Zeit trat mit der Erfindung des Fernsehens das bedeutendste Massenmedium unserer Tage auf den Plan. Außer einigen Direktübertragungen, wie zum Beispiel bei der Olympiade 1936, diente es später fast ausschließlich der Truppenbetreuung in der Heimat. Hitlers Krieg hinderte Goebbels daran, diese moderne Technik für seine Massenpropaganda zu nutzen. Es gab zu wenig Geräte, keine ausreichenden Senderanlagen, daher konzentrierte sich die NS-Propaganda auf die bewährten Mittel von Presse, Rundfunk und Film. Der bunte Bilderbogen ist zu Ende. Wir hoffen, er erfreute groß und klein. Die Fernsehkamera schließt nun die Blende. Doch so wie es heute war, soll es immer sein. Wir senden Frohsinn und wir spenden Freude. Dort in den Lazaretten, hier im Saal. Zum Abschied aber sagen wir auch heute, auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Im Jahre 1964 steht der zweiten deutschen Diktatur in diesem Jahrhundert das Fernsehen mit allen seinen technischen Möglichkeiten zur Verfügung. Der gesamte Fernsehbetrieb wird von der Zentrale in Berlin-Adlershof gelenkt. Neben der Versorgung der Bevölkerung im eigenen Machtbereich bemüht man sich, die Empfangsbedingungen des Zonenprogramms in der Bundesrepublik zu verbessern. In wöchentlich mehr als 70 Sendestunden stellt sich das Zonenfernsehen folgende Aufgaben. Des Fernsehfunks, seine Zuschauer am Zeitgeschehen zu beteiligen. Der Fernsehfunk will seinen Zuschauern helfen, Partei zu ergreifen für das Gute. Er will ihnen helfen, bei ihrer Arbeit Neues an die Stelle von Altem zu setzen. Wie kein zweites eignet sich das Fernsehen, Erkenntnisse und Erfahrungen zu vermitteln. Seine bedeutende Rolle in der geistigen Auseinandersetzung unserer Zeit, seine Rolle als umfassender Organisator der neuen sozialistischen Arbeit, ist unbestritten. Das soll die eine Aufgabe des staatlichen Fernsehens sein. Unbestritten aber ist das ganz allgemeine Anliegen des Programms, das der Zonensprecher so formuliert. Im Wesentlichen wurden in den drei großen Werken Raphena, Funkwerk Köpenick und im Werk für Fernsehelektronik Schöneweide in den vergangenen Jahren die Voraussetzungen geschaffen, den Fernsehfunk zum bedeutendsten Instrument der Information, Bildung und Propaganda in unserer Republik zu machen. Und so sind wir wieder Augenzeuge des Geburtstages eines Diktators. Das Ständchen der Volksarmee gilt dem 70-jährigen Walter Ulbricht. Die Kinowochenschau von einst wurde ersetzt durch die tägliche Fernsehnachrichtensendung Die aktuelle Kamera. Wieder sieht man Paraden, wieder hört man Marschmusik, wieder sieht der Zuschauer mehr als das Publikum am Straßenrand. Aber er sieht auch nur das, was die Kamera auswählt. Der Sinn der Sache ist klar. Die Schaustellung drohender Macht soll dem Augenzeugen allzu kleinliche Bedenken nehmen. Aber das Fernsehprogramm ist natürlich bunter. Es gibt auch Unterhaltung. Montagabends kann man dieselben alten Spielfilme aus Ufa, Tobis und Terra-Zeiten wiedersehen. Ist das Eulenrein, jetzt sind sie doch frei, weil es alle
Dieselben Spielfilme aber dienen wie damals wiederum als Lockmittel für eine Propagandadarbietung. Nahtlos, ohne jeglichen Übergang, um das Publikum am Bildschirm zu halten, schließt sich Karl Eduard von Schnitzlers Sendung »Der schwarze Kanal« unmittelbar an die Filmunterhaltung an. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Schwarzer Kanal ist bekanntlich eine polemische Auseinandersetzung mit den beiden Programmen des westdeutschen Fernsehens. Über Schnitzler später mehr. Sahen wir bei den Nazis die Soldaten im Parkett, so sehen wir sie heute auf der Bühne. Hört, wie sie hetzen über die Sender. Freiheit für Schlesien und für ihren Krieg. Freiheit in Aktien und Massenmördern. Geben wir nicht an die Ausbeuter her. Freiheit für uns und nicht für Konzerne, denn wir besitzen Geschütz und Gewehr. Ja, so werden diese Herren widerlegt. Schluss mit diesem Leben, wo der Mensch den Menschen erschlägt. Was diese Soldaten singen, ist bereits ein Propagandaprogramm. Die Mehrzahl aller im Fernsehen erscheinenden Beiträge sind Filmsendungen. Alle diese Filme erfahren vor ihrer Wiedergabe eine langwierige Bearbeitung. Hier einer der beim Fernsehen gebräuchlichen Schneidetische. Bild und Ton laufen auf getrennten Rollen. Sie können also auch getrennt bearbeitet werden. Zur Demonstration zeigen wir Ihnen nun stumm einen belanglosen Filmstreifen von Arbeitern, die eine Fabrik verlassen. Abgesehen von der Tatsache, dass Sie hier Arbeiter über eine Brücke gehen sahen, hat dieser Streifen Ihnen sicherlich keinen sonderlichen Eindruck gemacht. Schnell haben Sie ihn vergessen. Jetzt aber zeigen wir Ihnen diesen Streifen zweimal hintereinander mit verschiedener Vertonung. Zuerst heiter, danach ernst. Achten Sie darauf, wie sich der Charakter der gezeigten Bilder mit der Musik zu ändern scheint. Das heißt, dieselben Bilder erzeugen nur durch die einfache Tonmanipulation ganz verschiedene Stimmungen im Zuschauer. Zuerst scheinen die Arbeiter einem heiter beschwingten Wochenende entgegenzugehen. Bei der Wiederholung jedoch schleppen sie sich sorgenvoll in einen trostlosen Feierabend. Hier unser heiteres Beispiel. Dasselbe noch einmal tragisch. Die musikalische Tonkulisse ist ein legitimes künstlerisches Mittel. Verwendet man aber dieses Mittel zur Untermalung von Nachrichten, dann vertieft man den Nachrichtengehalt nicht, sondern verfälscht ihn, gewollt oder ungewollt, zugunsten einer Tendenz. Die Tagesschau im westdeutschen Fernsehen verzichtet daher prinzipiell auf die Musik. Ausgenommen sind Meldungen feuilletonistischer Art wie Frühlingsbeginn, Kunstausstellungen, Zoobesuch oder Sport.
Wir zeigen Ihnen jetzt Ausschnitte aus der täglichen Nachrichtensendung des Zonenfernsehens, der aktuellen Kamera. Propagandistisch nutzt man hier das Informationsbedürfnis der Zuschauer aus, um durch Entstellung und Verschweigen von Tatsachen Verwirrung im Westen zu stiften und in der Zone eine erwünschte Meinung zu bilden. Achten Sie bitte nicht nur auf den Wortlaut der Meldungen, sondern auch auf die unterstreichende Musik. Zwangsevakuierten westdeutschen Bürgern wurde im Landkreis München ein Leichenhaus als Unterkunft zugewiesen. Inmitten eines Friedhofs sollen sie wohnen, weil sie die ständig steigenden Mieten in den Altbauwohnungen nicht aufbringen können. Für 15 Millionen westdeutsche Bürger wurde ab 1. August der Mieterschutz aufgehoben. Die Bewohner dieser Wohnungen werden künftig 20% mehr Miete zahlen müssen als bisher. Bereits 1960 mussten sie eine Mieterhöhung von 15% und 35% hinnehmen. Besonders hart sind die kinderreichen Familien betroffen. Barackenlager wie in Emmendingen sind keine Seltenheit. Der Geschäftsführer des Landesverbandes Hannover, Günther, äußerte: Die Aufhebung des Mieterschutzes werde in der Bundesrepublik zur Errichtung weiterer Notbaracken führen. Der Zustrom von Übersiedlern aus Westdeutschland ist in den vergangenen Tagen gewachsen. Allein im Aufnahmeheim Barbie baten innerhalb einer Woche 105 westdeutsche Bürger, Arbeiter, Bauern, Gewerbetreibende und ehemalige Bundeswehrangehörige um Zuzugsgenehmigung in die DDR. Insgesamt kamen in der Zeit vom 30. August bis zum 5. September 319 Personen in die DDR. Aus Lengede, dem kleinen Bergarbeiterdorf bei Peine, wurden neue, empörende Tatsachen über die Grubenkatastrophe bekannt, bei der 29 Bergleute ums Leben kamen. Die Zechenherren der bundeseigenen Ilseder Hütte wollen die Bergungskosten aus den Taschen der westdeutschen Steuerzahler begleichen. Auch sie, die leidgeprüften Bergarbeiterfamilien aus Lengede, sollen zahlen, damit die Dividenden der Aktionäre weiterstimmen. Über diese jüngsten Unverschämtheiten der Grubenherren herrscht unter den Bergleuten Zorn und Empörung. Die Zechenherren wollen sich ihre sträfliche Missachtung der Sicherheitsbestimmungen, die das Unglück verursachte, jetzt noch aus Steuergeldern honorieren lassen. Sie fordern 37,5 Millionen aus der Bonner Bundeskasse und weitere 7,5 Millionen aus der Landeskasse von Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig unternimmt die Konzernleitung alle Anstrengungen, um die in der westdeutschen Öffentlichkeit immer lauter werdende Frage nach den Schuldigen für den Durchbruch des Klärteiches zu unterdrücken. Positive Nachrichten über die Bundesrepublik gibt es im Ostfernsehen nicht. Das Telestudio West wendet sich direkt an die Bundesbürger und rechnet auf ihre Mitwirkung. Der angeblich militaristischen Politik Bonns stellt man das Friedensstreben der DDR gegenüber. In das Palais Schaumburg an Bundeskanzler Erhard ging am Mittwoch ein Brief Walter Ulbrichts. Der Staatsratsvorsitzende der DDR schlägt darin der Bundesregierung einen Vertrag über den umfassenden Verzicht auf Kernwaffen vor. Gerade weil es bei diesem Vorschlag um eine Lebensfrage unserer Nation geht, fragen sich tausende westdeutsche Bürger jetzt: Warum hat die Bundesregierung diesen Brief noch nicht beantwortet? Wie kann man so den Interessen der Bundesbürger zuwiderhandeln? Und der Westberliner Kurier erklärt: Der Vorschlag, bei dem es um Tod oder Leben geht, sei keiner ernsthafteren Betrachtung wert. Ist es wirklich keiner ernsthafteren Betrachtung wert, was hier vor wenigen Tagen in Hamburg geschah? Eine Alarmübung für den Atomkrieg. Und während hier die Sirenen heulten, dachten die Hamburger mit Angst und Schrecken daran, was ihnen durch die Bonner Atomkriegspläne bevorsteht. Diese Sendung erscheint wöchentlich mit einer Wiederholung. Alle vier Wochen wird der westdeutsche Zuschauer von der KPD angesprochen. Die Sendung unterstellt eine funktionierende Untergrundarbeit der Verbotenen Partei und behauptet, sie sei führend an den Aktionen der Arbeiterklasse gegen das sogenannte Bonner Regime beteiligt.
Das sind einige der gängigen Schulbücher bei uns in der Bundesrepublik. Hieraus sollen die Kinder deutsche Geschichte lernen. So viel sie auch blättern, lediglich in zwei Sätzen wird der Name August Bebel erwähnt. Köln am Rhein, eine der größten Städte der Bundesrepublik. Hier wurde August Bebel geboren. Leute wie der derzeitige Oberstadtdirektor Adenauer Junior möchten das gerne totschweigen. Unter dem Druck der Arbeiterschaft mussten sie aber schließlich zustimmen, dass ein Platz dieser Stadt den Namen August Bebels erhielt. Wer jedoch ein Denkmal oder auch nur eine bescheidene Gedenktafel hier oder an seinem Geburtshaus in Köln-Deutz zu finden hofft, der wird vergebens suchen. Stattdessen wird er in Köln den Hohenzollernring, den Hohenstaufenring, den Kaiser-Wilhelm-Ring, das Kaiser-Friedrich-Ufer, den Habsburger-Ring, Straßen, Plätze und Denkmäler in jeder beliebigen Menge von Generalen, Fürsten, Kaiser und sonstigen, längst abgetakelten Potentaten finden. August Bebel lebt, entgegen aller Versuche, ihn totzuschweigen oder zu verfälschen, in den Aktionen der westdeutschen Arbeiterklasse, in den Aktionen gegen den Atomkrieg und gegen die Notstandsgesetze. Die Kommunistische Partei Deutschlands setzt heute in Westdeutschland den Kampf August Bebels konsequent fort. Deshalb werden ihre Mitglieder von den herrschenden Kreisen genauso verfolgt und terrorisiert wie August Bebel von den herrschenden Kreisen seiner Zeit. So wie die Partei August Bebels mit dem Sozialistengesetz beseitigt werden sollte, so möchte heute die Adenauer-Regierung mit dem KPD-Verbot unsere Partei beseitigen. Aber so wie das Sozialistengesetz hinweggefegt wurde und die Arbeiterbewegung gestärkt hervorging, so wird auch das Verbot der KPD hinweggefegt werden. Die große Dokumentation ist eine Sendung mit Enthüllungscharakter. In ihr werden alle bekannten Missstände der Bundesrepublik in einen Topf geworfen und unseren führenden Persönlichkeiten angelastet. Jegliche Opposition wird nach Meinung der Fernsehpropagandisten brutal niedergeknüppelt. Demgegenüber steht der Zonenstaat als ein besseres Modell eines neuen Deutschland. Beachten Sie den Tonfall des Sprechers und die Musik. Dort hinter der Mauer wieder Freiheit ist. Der Mieter ist freiwillig und die Hausbesitzer gehen auf Pirsch. Halali. Nur zwei Beispiele für Mietwucher. Vermieter Stadler in Haar bei München verlangt statt bisher 96,50 Mark nun 295 Mark. Emil Krone, Vermieter in Osnabrück, statt bisher 53,88 Mark, jetzt 190,40 Mark. Wir Hausbesitzer waren bisher das Fußvolk des Wirtschaftswunders. Das wird sich jetzt aber ändern. Landrat Dr. Peter Hecker meldete an die Landesregierung in Bayern Vorbereitungen, die 30 bayerische Gemeinden im Hinblick auf die zu erwartende Obdachlosenlawine treffen. Einige kaufen Baracken, ausgediente Eisenbahnwaggons, andere requirieren Keller, Schulsäle und Leichenhallen. In einer westdeutschen Illustrierten geblättert. Diese Dame trägt also zusammen 1.047.000 Westmark mit sich herum. Diese Mutter aus Hamburg dafür nur Pfennige. Es ist also auch nichts mit brüderlich oder schwesterlich Teilen in Westdeutschland. Erhard bestätigt das. Er sagte, wir zitieren ihn wörtlich: Ich bin der Letzte, der sagen würde, das westdeutsche Volksvermögen, das nach dem Kriege gebildet worden ist, sei gerecht verteilt. Es ist aber unmöglich, jetzt eine Umverteilung vornehmen zu lassen. Dieses Vergnügen halten wir nicht 3 Jahre aus. Thank you.
Wohlstand für alle. Damit kann er jetzt einpacken. Diese Herren von der rechten SPD-Führung predigen seit Jahren Klassenharmonie und Sozialpartnerschaft. Diese Illusion ist an der westdeutschen Wirklichkeit zerplatzt. Nein, solche Worte sind nichts für den westdeutschen Hausgebrauch. Das ist die richtige Sprache. Deutsche Brüder und Schwestern treffen sich in Eisenhüttenstadt. Entschuldigt bitte, dass wir uns hier so vor der Kamera verstecken, aber für jeden Kopf von uns, da wartet sonst zu Hause der Knast. Uns ist jedes der Gesichter unserer Brüder und Schwestern lieb und teuer. Deshalb schützen wir sie vor den Bonner Kopfjägern. In Westdeutschland wird jeder wie ein Verbrecher behandelt, von dem die neue Gestapo erfährt, er war zu Besuch bei den Klassenbrüdern und Schwestern in der DDR. Sie sehen es jetzt ganz deutlich. Unter Brüdern. Unter Brüdern. Adenauer wird Kreuzritter, Walter Ulbricht wird Ehrenpionier. Sie sehen es jetzt ganz deutlich. Wer wessen Bruder ist? Diese vom Zonenfernsehen selbst fabrizierte Schreckenskammer Bundesrepublik dient gleichzeitig als Vorwand für Mauer und Stacheldraht. Und nun zu einem der Männer, die am intensivsten an dem Zerrbild der Bundesrepublik mitarbeiten. Karl Eduard von Schnitzler gibt sich privat charmant und von westlicher Bürgerlichkeit. Er kommt auch aus dem Westen. Nach britischer Gefangenschaft arbeitete er bis 1947 im NWDR Köln und ist heute der zynischste Kommentator des Zonenfernsehens. Hören Sie, was er seiner Nachmittagsgesellschaft über seine Sendung Der Schwarze Kanal zu erzählen hat. Suppen versalzen tue ich nur montags im Schwarzen Kanal, weißt du, dem westdeutschen Fernsehen. Ich kriege jeden Morgen auf meinen Schreibtisch die Stenogramme von den Fernsehsendungen des vergangenen Abends, vom Westfernsehen, ja? Und da streiche ich mir also mit Rotstift an, was vielleicht in Frage kommt. Und montags früh um 8 fahre ich dann nach Adlershof in Fernsehfunk. Und dann sehe ich mir erstmal nach, was ist überhaupt aufgezeichnet, also gefilmt worden. Ja, das ist nicht immer alles aufgezeichnet. Und die Ausschnitte sehe ich mir dann am Schneidetisch an. Das ist eine große technische Anlage mit so einem kleinen Bildschirm. Da sehe ich mir das an, was ich gebrauchen kann. Dann suche ich mir so Argumente des westlichen Fernsehens heraus. Und dann schneidet er sich die Sendungen unseres westdeutschen Fernsehprogramms rücksichtslos so zusammen, dass seine vorgebliche Analyse schon nicht mehr Polemik, sondern schon mehr Kabarett ist. Welcher Methodik sich Schnitzler dabei bedient, möchten wir hier demonstrieren. Das Objekt von Schnitzlers Manipulation ist Bundeskanzler Erhard. Bild und Ton werden da abgeschnitten, wo die weitere Aussage des Bundeskanzlers Schnitzler nicht mehr passt, wenn es sein muss, mitten im Wort. Stattdessen gibt er nun seinen polemischen, gehässigen, ja hetzerischen Kommentar. Mit diesem primitiven technischen Kniff lässt sich zwar scheinbar alles beweisen. Im Grunde genommen wird damit gar nichts bewiesen. Von Wahrheitsfindung bleibt keine Spur. Hier das Resultat. Ich wusste genau, was die Währungsreform bringen wird. Auch ihren Auswirkungen bedeutet. So. Dann hat Ludwig Erhard also wissentlich Deutschland gespalten. Denn das tat die separate Bonner Währungsreform. Sie spaltete Deutschland wirtschaftlich. Und durch die illegale Einführung der Westmark in West-Berlin wurde Berlin gespalten, wurde das Pulverfass, die Frontstadt, geschaffen. Eine fürchterliche Verantwortung, die Erhard da auf sich genommen hat.
Aber ich hatte Gott sei Dank einen Mann, der zu mir stand, und zwar der mächtigste, es war General Clay. General Clay. Die Geschichte wird dem Ludwig Erhard die Komplizenschaft mit diesem Clay nicht gerade auf der Guthabenseite vermerken. Und dabei fühlen Sie sich wohl? Dabei fühle ich mich wohl, ja. Merkwürdig, diese Dickfälligkeit bei einem Manne, der in den Jahren seiner treuen Zusammenarbeit mit Konrad Adenauer fast täglich über Beleidigungen und Missachtung zu klagen hatte. Wie wird er regieren? Mit dieser Methodik allein begnügt sich Schnitzler nicht. Um ihn noch mehr zu charakterisieren, ein Beispiel seines Kommentars zum Tode zweier junger Deutscher an der Mauer. Der Tod, meine Damen und Herren, ist immer tragisch. Aber Leute wie Fechter oder Schulz mussten ja nicht sterben. Sie kamen ums Leben, weil sie ihren Feinden Glauben schenkten statt ihren Freunden. Weil sie RIAS hörten und SFB sahen statt Deutschlandsender und Deutschen Fernsehfunk, Berliner Rundfunk und Radio DDR. Weil sie sich genauso betrügen und irreführen ließen wie einst viele Millionen der Generation ihrer Eltern. Und so wurden sie Schuldige und Opfer zugleich. Opfer derjenigen, die uns gezwungen haben, unsere Grenzen unter eine scharfe Kontrolle zu nehmen und die heute unsere Initiative zur Entspannung und Verständigung gerne zunichte machen möchten. Chef aller Rundfunk- und Fernsehstationen in der Zone ist Professor Gerhard Eisler. Er ist Altkommunist und war in Amerika in der Emigration. Seither hasst er alles, was aus dem Westen kommt. Sein Redefluss ist schier uneindämmbar. Wir zeigen Gerhard Eisler in einer Sendung, die Werner Höfers Frühschoppen zum Modell hat und Konkurrenz machen soll. Ausmaß von Idiotie, wenn ich so sagen darf, gepaart. Wenn ich mir diesen Kai-Uwe Hassler unter diesen Gentleman, wenn ich mir den radioaktiv vorstelle, ist er gar nicht so hübsch. Wenn ich mir diese ganze elegante, kriegssüchtige Bande vorstelle und mir vorstelle, wie sie ausschauen würden, wenn sie radioaktiv wären, sie würden staunen, wie die aussehen und wie sie heulen, wie die... Ich will nicht zu drastisch werden. Die Leute reden so, wissen Sie, als hätten sie noch was zu reden, wenn ihre Pläne wirklich wären. Das ist genauso, wenn ich mit Herrn Schnitzler verabrede, nach unserem Tod streiten wir uns über dieses oder jenes oder stellen einen Sieg. Na, wir werden sehr schön sein. Ja. Wir werden herrliche Leichen sein, natürlich und so weiter. Aber das ist doch wahnsinnig, was denn? Die Leute reden mit der Weinstein und diese Experten, wenn man das so alles liest. Jawohl. Oder wie sie rumreden Ingrim. Am Sonntag und die Ingrim und die Regrim, so wie sie alle heißen. Diese ganze vornehme Kanaille. Die würden doch buchstäblich verbrennen wie eine Kerze. Eine Kerze ist ein eleganter Ausdruck für dieses Gesindel. Von Khrushchev, die Kerze. Und diese Leute, ich meine, was sie versuchen wollen, noch der Bevölkerung einzureden, dass da noch irgendwie nachher geredet werden kann, dass man da irgendwas noch machen kann, dass man da irgendwelche Listen aufstellen, was man zerstört, diese armen Unglücke. Na, wissen Sie, was diese Herren betrifft, die kennen wir aus der Geschichte, aber trotzdem... Ich bin vollkommen einverstanden, wir haben natürlich noch sehr viel Konfusion in Westdeutschland. Auch viele Familienväter. Und trotzdem möchte ich sagen, wir haben doch immerhin schon hunderttausende Menschen, die begreifen, worum es sich spielt. Nicht wahr? Ich meine, ich behaupte nicht, dass, weil Metallarbeiter gestreikt haben, schon begriffen haben, den ganzen Zusammenhang zwischen diesen Großkapitalisten und den Ausbeuterschaft. Viele haben es aber begonnen zu begreifen. Nicht umsonst ist der Spruch gefallen, wer aussperrt, sperrt auch ein. Ich würde sagen, wer aussperrt, wer die Arbeiter aussperrt aus den Betrieben, ein paar tausend Leute, na, der ist bereit, auch ganz anders mit Deutschland zu machen. Das haben wir in der Geschichte gesehen. Das waren immer die Aussperrer. Die Aussperrer waren auch die Kriegsorganisatoren. Die Aussperrer waren die Kriegsgewinnler. Die Aussperrer waren die Terroristen gegen die Arbeiterklasse. Also diese Aussperrer sind nicht nur... Die hassen uns ja genauso. Uns würden sie ja gerne auch aussperren aus der Deutsch-Demokratischen Republik. Wobei uns sie auch diesmal wieder schön na, verdienen uns kann man wollen. Nicht aussperren aus der DDR. Aber die Arbeiter drüben lassen sich noch aussperren. Sie haben ihn richtig zurückgegeben. Na, aber auch Journalisten, die also Spuren von Realsinn zeigen, die werden auch schon ausgesperrt nicht nur aus dem Fernsehen. Ja, Paschensky und so weiter. Ich meine, das sind doch Herren, die noch nicht begriffen haben, dass wir ihr Wohl und ihr Wohl sind. Dass wenn wir nicht da wären, ich weiß nicht, was mit Westdeutschland da wäre. Aber diese Leute begreifen ja doch, warum es langsam geht. Oder ein Mann wie Hafner,
Gestern hat er noch den Krieg gegen uns mitorganisiert bei Herr Höfers Tagesrunde. Heute ist er realistisch genug geworden zu begreifen, das ist Wahnsinn. Und es gibt Zehntausende Leute, Hunderttausende Leute, solche tapfere Figuren wie Knorr. Allein isoliert ist er dort. Es ist leichter für mich oder für Sie hier gegen die Reaktion zu kämpfen, wo die ganze Regierung hinter uns ist und alles. Das ganze sozialistische Lager und weiß der Teufel und die, ein großer Teil der Engländer, Italiener und weiß der Teufel, wer noch auf der Welt. Zum Beispiel der Dr. Herterich. Oder Dr. Herterich und so weiter, nicht wahr? Ich glaube, die Ostermärsche haben gezeigt, dass die Zahl derer in Westdeutschland wächst, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und die auch bereit sind, dagegen etwas Sehen zu Sie, tun. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sprechen von unserer Aufgabe. Wir können es durch den Fernsehfunk machen, wir können es durch andere Aufgaben machen, nicht wahr? Wir müssen den Leuten in Westdeutschland, die sind schon dämmert, dass hier über die verrücktesten Dinge gesprochen wird. Nicht wahr? Über was macht man, wenn man tot ist? Was macht man nachher, wenn man radioaktiv ist? Was macht man, wenn Feld und Wiesen und Stall verseucht ist? Was macht man, wenn man nichts mehr existiert? Wie macht man noch Manöver, Strategie, Taktik? Diese wahnsinnige Bande. Wir müssen doch langsam begreifen, dass unsere Aufgabe, einen westdeutschen bayerischen Bauern, einen niedersächsischen Bauern, einen Bauern in Duisdorf, in Ruhrgebiet, einen Bauern in Metallarbeit in Baden, einen Schriftsteller, einen Pfarrer, einen Beamten, ja, wir werden Ihnen das noch begreiflicher machen. Ein langer, komplizierter Prozess. Das ist die Doppelrolle der Deutschen Demokratischen Republik. Diese Doppelrolle spielt das Zonenfernsehen mit seinen Mitteln. Für das Fernsehen gibt es keine Grenzen. Und das Programm des Deutschen Fernsehfunks erreicht heute nicht nur die meisten Städte und Dörfer unserer Republik, sondern wird auch in Hannover, Hamburg oder Hof empfangen und gern gesehen. Briefe aus der Bundesrepublik sollen darum den Abschluss unserer Sendung bilden. Was man bei Ihnen für die Jugend tut, ist einfach fabelhaft. Der Stoßseufzer meiner ältesten Tochter hieß immer: Warum wohnen wir nicht dort? Wenn nun einer aus Westdeutschland kommt zu Ihnen in Ihre Republik, ohne jede Geldmittel und möchte Musik studieren, wie wird er unterstützt? Wir glauben schon, dass Sie auf dem richtigen Wege sind und wünschen Ihnen sowie allen Mitarbeitern alles Gute. Auch solche Briefe sind Propaganda. Ob sie nun echt, gefälscht oder bestellt sind, sie werfen die Frage auf, wie wirkt diese Fernsehpropaganda beiderseits der Zonengrenze? Dazu äußert sich nun Hans-Ulrich Barth, der Leiter der Ost-West-Redaktion im Fernsehen des Norddeutschen Rundfunks. Jedes Fernsehprogramm hat natürlich seine Wirkung. Und diese Wirkung ist, das wissen wir aus Erfahrung, größer als bei anderen Publikationsmitteln, etwa bei einer Zeitung, bei einer Illustrierten oder sogar beim Hörfunk. Das weiß natürlich auch Walter Ulbricht. Und deshalb benutzen er und seine Helfer in Berlin-Adlershof das Fernsehen in immer stärkerem Maße für ihre Propagandaaktion. Die SED weiß sehr wohl, dass sie mit dem Fernsehen einen großen Teil eben jener Bevölkerungsschichten erreicht, die das neue Deutschland einfach nicht lesen. Aber ein Programm sehen heißt noch nicht an seine Aussagen glauben. Und genau an dieser Stelle, nämlich bei der Wirkung des Ostfernsehens, geht, wie ich glaube, der Schuss nach hinten los. Ich glaube aus meiner persönlichen Erfahrung in und mit der Zone heraus, dass die Menschen drüben viel politischer interessiert sind als etwa die Menschen hier bei uns in der Bundesrepublik. Da aber, wo das politische Interesse eines Fernsehzuschauers wach wird, da will er sachlich informiert werden und möglichst umfassend. Das ist ja auch sein gutes Recht. Er ist einverstanden, wenn man ihm gewisse Hilfestellungen, gewisse Denkformationen gibt, aber sein Urteil will er schließlich sich selbst bilden. Das sowjetionale Fernsehen gibt ihm aber diese sachliche Information nicht. Es hat immer nur eine Denkformation, nämlich die der herrschenden Parteiideologie. Es agitiert, es will schulen mit der Suggestivkraft der Optik und mit dem Reiz, den das bewegte Bild ausstrahlt. Es will schulen im Sinne, im Dienste der SED. Kurzum, das Ostfernsehen macht Propaganda. Wir gaben Ihnen in dieser Sendung ein paar beredte Beispiele dafür. Kommt sie nun an, diese Propaganda? Lassen Sie mich dazu zwei Bemerkungen machen. Zunächst zur Wirkung auf den Fernsehzuschauer in der Zone.
Wir wissen hier, wie viele Mühe sich unsere Zuschauer drüben geben, unser westliches Fernsehprogramm empfangen zu können und welchen Gefahren sie sich dabei aussetzen. Und wir wissen auch, wie viele Mühe sich wiederum die SED gibt, um den Empfang unseres Fernsehprogramms zu verhindern. Da hat man in der Zone Schwierigkeiten, überhaupt eine Antenne, die den Empfang des Westfernsehens gewährleistet, aufs Dach zu bekommen. Da werden bereits schon Geräte produziert, die den Empfang jedes anderen Programms als des östlichen verhindern. Und da gab es eine Aktion Ochsenkopf, in denen den Bürgern der Zone die Westantennen vom Dach geholt werden. Das alles wäre doch wohl nicht nötig, wenn die Zuschauer drüben mit ihrem eigenen Programm, also mit dem Ostfernsehen, so zufrieden wären. Dann wäre doch wohl der Drang, Westsendungen zu sehen, nicht so groß. Und noch etwas anderes. Der Effekt der Propaganda ist, glaube ich, gleich null, wenn dem Zuschauer drüben am Abend das Bild einer strahlenden, schönen DDR voller Wohlstand auf den heimischen Bildschirm projiziert wird, er aber am nächsten Morgen wieder mit der harten Realität konfrontiert wird. Dann merkt er, dass das, was er gestern Abend gesehen hat, eben Propaganda war. Und das Gleiche gilt auch für das Bild, das das Ostfernsehen von uns in der Bundesrepublik zeichnet. Denn sehen Sie, wenn hier bei uns wirklich die Verhältnisse herrschen, die das Ostfernsehen jeden Abend zeigt, dann wäre doch wohl freiwillig kein Mensch zu uns herübergekommen. Dann brauchte man die Zonengrenze nicht verminen und mit Stacheldraht befestigen und dann hätte man in Berlin auch keine Mauer bauen brauchen. Um die Wirkung, die das sowjetionale Fernsehen hier in der Bundesrepublik hat, brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Erstens wissen wir selber, wie es bei uns zugeht und da, wo es Missstände gibt, da kehren wir vor unserer eigenen Tür. Ich gebe zu, nicht immer ganz unangefochten. Aber wenn das, was die Kommunisten über den Äther an Propaganda auf uns hier niederrieseln lassen, wahr wäre und wenn es seine Wirkung hätte, dann müssten die Menschen überall da, wo man das Ostfernsehen empfangen kann, der Bundesrepublik feindlich und dem SED-System freundlich gegenüberstehen. Nun, wir wissen, dass das nicht so ist und dass sich die Menschen, die dieses Programm hier sehen können, von der Propaganda nur abgestoßen fühlen. Für sie hat das Ostfernsehen eigentlich nur eine einzige Attraktion. Das sind die alten Spielfilme mit Hans Moser und Paul Hörbiger, mit Lilian Harvey und Willy Fritsch, die die Rote Armee in Babelsberg erobert hat und die an jedem Montag nun das Programm des Ostfernsehens füllen. Aber dass diese alten beliebten Spielfilme nahtlos und ohne eine Pause übergehen in Schnitzlers Hetzsendung Der Schwarze Kanal, ist doch ein Eingeständnis. Die SED-Propagandisten sagen sich zu Recht, wir können uns einfach die Pause, die Zwischenansage zwischen Hans Moser und Karl Eduard von Schnitzler nicht leisten, denn dann schalten uns die Leute ab. Und trotzdem finde ich es gut, dass wir dieses Ostfernsehen, wie es landläufig heißt, sehen können. Denn mit diesem Programm haben wir ein Guckloch im eisernen Vorhang, ein Guckloch in der Größe eines Fernsehschirms. Wir können durch dieses Guckloch hindurch sehen, was mit unseren Landsleuten drüben geschieht. Dass die Kommunisten das Fernsehen zu ihrer Hauptwaffe im Kalten Krieg machen, ist gewiss bedauerlich und traurig. Aber es könnte uns auch nützen, nämlich nützen zu erkennen, mit welchen Mitteln der Kampf geführt wird. Auch wenn es sich mit der Würde der Demokratie nicht verträgt, mit den gleichen Mitteln zurückzuschlagen. Den Kalten Krieg mache man bitte ohne uns. Und solche Hassgesänge, wie Sie einen jetzt noch gleich sehen werden und wie er sinnigerweise auch noch im Jugendfernsehen ausgestrahlt wurde, solche Hassgesänge werden Sie im Programm des westdeutschen Fernsehens nie zu sehen bekommen. Im Sommer 61, beim Kurs von 1 zu 5, da machten sich die Grenzgänger täglich auf.
abgezogen, abgetot. Endlich macht das Morgenrot. Klappe zu, Affe tot. Endlich lacht das Morgenrot. Im Sommer 61, da holten aus Westend die Werber sich das Kopfgeld, die Waffen der Agent. Klappe zu, Affe tot. Endlich lacht das Morgenrot. Klappe zu, Affe tot. Endlich lacht das Morgenrot. Im Sommer 61, am 13. August, da schlossen wir die Grenzen und keiner hat's gewusst. Klappe zu, Affe tot. Endlich lacht das Morgenrot. Klappe zu, Affe tot. Endlich lacht das Morgenrot.